Am frühen Morgen sieht das Wetter über der Bocca del Tucket noch ganz vielversprechend aus. Doch bereits wenig später ziehen sich bedrohliche Wolken über der Brenta zusammen. Über einen ersten Klettersteig geht es zur Scharte der Bocca del Tucket hinab. Von dort rutsche ich auf einem steilen Schneefeld zum Beginn des Sentiero Osvaldo Orsi, der als einer der landschaftlich schönsten Wege gepriesen wird. Doch nur selten gibt es kurze Lichtblicke, sodass mir ein Großteil der Szenerie verborgen bleibt. Unter dem Felsturm des Campanile Basso, einem der Wahrzeichen der Brenta, zweige ich auf den Sentiero Spellini ab. Über luftige Leitern erklimme ich die Bocca dei Armi. Hier beginnt der wohl bekannteste Klettersteig der Region, die Via delle Bocchette Centrali. Aber das Wetter ist inzwischen noch schlechter geworden und Regenschauer machen den Fels unangenehm rutschig. So verschiebe ich diesen Höhepunkt und steige über weite Schneehänge zum Rifugio Alimonta ab. Am Abend sitze ich dort mit drei jungen Amerikanern zusammen beim Kartenspiel. Wir haben für die nächsten Tage ähnliche Pläne. So breche ich mit Jenna, Sam und Max am Morgen zu einem unvergesslichen Abenteuer auf. Endlich lassen sich am westlichen Horizont die verschneiten Gipfel des Adamello und des Presanella-Massivs blicken. Über den Sfulmini-Gletscher geht es wieder hinauf zum Einstieg der Via delle Bocchette Centrali. Bald erreichen wir die schmalen, aber gut gesicherten Felsbänder, die sich durch die steilen Abbrüche ziehen. Die Idee der Klettersteige in der Brenta wurde in den 1930er Jahren geboren. Ziel war es, die engen Passübergänge der Hauptkette miteinander zu verbinden. Damit wurden die Zustiege zu den kühnen Felstürmen für ambitionierte Alpinisten verkürzt und die einzigartigen Felsregionen für eine breite Schar von Bergwanderern erschlossen. Bei perfektem Wetter sind auch die steilen Altschneerinnen kein großes Hindernis und wir kommen zügig voran.
Wir haben die in der Hauptsaison häufig überlaufene Strecke fast für uns alleine. An diesem Tag begegnet uns lediglich ein einziger anderer Wanderer. Gegen Mittag klettern wir zur Bocca di Brenta hinab und erreichen schon wenig später das Rifugio Pedrotti. Auf der Terrasse machen wir eine kurze Pause. Doch bald schon schultern wir wieder die Rucksäcke, denn wir haben noch eine weitere Etappe vor uns. Es geht hinein in das weite Tal unterhalb der Cima Tosa und die Blicke werden mit jedem Meter, den wir aufsteigen, eindrucksvoller. Wir kämpfen uns durch weichen, scheinbar endlosen Schnee bergan. Hinter uns ragen der Campanile Basso und die Cima Brenta auf. Als wir am Sattel der Sella della Tosa den höchsten Punkt erreichen, umgeben uns leider dichte Wolken. Hier beginnt der gesicherte Abstieg, der sich aufgrund der Schneereste als anspruchsvoller herausstellt und ein wenig Kaltblütigkeit verlangt. Doch schließlich gelangen wir durch die steilen Schneehänge wie Skifahrer im Schuss zum schönen Rifugio Silvio Agostini hinab.
Nachdem wir uns in der Umgebung und an der nahen Kapelle umgesehen haben, bleibt noch Zeit für eine weitere Attraktion. Wir leihen uns beim freundlichen Hüttenwirt Steigeisen, mit denen wir eine kleine Eishöhle erkunden. So endet ein spannender Tag in einer beeindruckenden Alpenszenerie.